wird. O kommet nach Bethlehem, sehet das Kindlein uns zum Heil geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König, König der Ehren, Herrscher der Herrscharen, verschämt's nicht zu ruhen in Mariens Schoß. Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Kommt, singet dem Herren, o jelenge Chöre, frohlocket, frohlocket, ihr Seligen. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst hier in der Friedenskirche. Herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie schön, dass wir heute auf diese Art und Weise wieder Gottesdienst feiern können. 2 Jahre kein Weihnachtsmusical. Umso mehr freuen sich die Kinder und freuen sich Sie, Ihr zahlreicher Besuch bestätigt das, dass heute wieder ein Weihnachtsfest ist, wir zusammen sitzen können und wir diese Weihnachtsgeschichte erleben dürfen. Und ich lese sie uns aus der Bibel, aus Lukas Kapitel 2. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Kyrenius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in seine Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung und sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel die großen Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre sei Gott und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und jetzt Vorhang auf, Bühne frei für unser Kindermusical.
weißt, wo dich hin? Seit wann so fröhlich unterwegs? Ich bin fröhlich. Du, was ist los? So kennen wir dich überhaupt nicht. Ha, wenn ihr wüsstet, was ich in den letzten Tagen alles erlebt habe. Na, mach's nicht so spannend. Erzähl schon. Also, alles fing an mit dieser Volkszählung. Ist das alles? Also davon können wir alle ein Lied singen. Lass ihn noch ausreden. Aber wenn's doch wahr ist, diese Volkszählung hat doch im ganzen Land eh nur das reinste Durcheinander gebracht. Also, mein Wirtshaus war voll bis oben hin. Selbst die kleinste Maus hätte ich nicht mehr unterbringen können. Mäuse, die wohnen doch ohnehin schon alle bei dir. Wollt ihr die Geschichte jetzt hören? Erzähl bitte weiter. Einen kleinen Spaß darf man sich doch noch erlauben. Die Dachkammer belegt. Selbst mein Zimmer hatte ich hergegeben und mich für eine Nacht vorm Lagerfeuer aufs Fell gelegt. Ah ja, kein Geschäft auslassen. Was? So kennen wir dich, Wirt Simon. Da klopft es also wieder. Zum 100. Mal an diesem Tag. Da steht ein Ehepaar. Sie, eine junge, liebe, aufrichtige, hübsche Frau. Fast noch ein Mädchen. Schüchtern, hilflos und? Und? Und hochschwanger. Hochschwanger? Wenn das keinen Ärger im eigenen Haus bringt. So sei doch ruhig, das arme Ding. Dass man sich so überhaupt auf den Weg machen muss. Die junge Frau, Maria heißt sie. Und er, auch nicht viel älter, hat sie als Josef vorgestellt. Der junge Mann fragt mich also. Ach, guter Wirt, ich frage an, ob ich halt bei dir schlafen kann. Auch meine Frau ist mit dabei. Hast du vielleicht ein Zimmer frei? Ganz Kindlein ist voll billig, es wisst ihr, wie es um euch steht. Ihr zwei seid einfach zu spät dran, das weiß doch jeder Mann. Wir nehmen wirklich jeden Platz, ein Fell für
als Bettersatz. Bestimmt kommt heute unser Kind, was wenn wir auf der Straße sind. Die Wahrheit, ich hatte absolut keinen Platz. Aber sie war doch hochschwanger. Schon, aber wie gesagt. Das Bethlehem ist heut belegt. Jetzt wisst ihr, wie es um euch steht. Ihr zwei seid einfach zu spät dran. Das weiß doch jeder Mann. Gut, danke wird, dann gehen wir. Sind wohl am falschen Platz. Gott steht uns bei, bestimmt ist wo ein Zimmer frei. Da denke ich, halt, da, wo Ochs und Esel stehen, da ist es warm. Da kann ich doch noch ein bisschen Heu und Stroh hingeben. Zwar kein Bett, aber besser, als ein Kind auf der Straße zu bekommen. Schon wollten sie weiterziehen, da rufe ich, Schale, aber ein Herz weich wie Butter. Und deshalb strahlen deine Augen also so? Weil er auch mal eine gute Tat begangen hat. Aber nein, jetzt fängt doch alles erst so richtig an. Erzähl weiter, du machst uns neugierig. Das junge Paar geht also weiter zum Stall. Ich hinterher, zeig ihnen noch ihren Platz und hole noch ein bisschen Heu, Stroh und frisches Wasser. Danke, guter Mann. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank und Ihnen eine gesegnete Nacht. Josef, merkst du, Gott sorgt für uns. Er ist bei uns und lässt uns nicht im Stich. Ja, Maria, der Höchste achtet auf uns. Er sorgt. Sei auch du ganz unbesorgt. Sehr. Auf Gott vertraue ich hier und nun.
Wie bescheiden und dankbar die beiden doch sind. Nicht selbstverständlich heutzutage. Und wenig später, da höre ich schon das Baby schreien. Ich hin, da sehe ich dieses Kind, notdürftig in Windeln gewickelt. Und ich denke, ich sehe nicht recht. Na was, sag schon. Also, in Windeln gewickelt liegt es da, in der Futterkrippe. In einer Futterkrippe? Welch trauriges Bild. Nein, nein, ihr hättet die beiden, nein, die drei sehen sollen. So zufrieden, zufrieden und glücklich. Aber das war noch längst nicht alles. Was sich in dieser Nacht noch alles ereignet hat, das glaubt ihr mir gar nicht. Komm, Simon, erzähl schon. Also, ich sehe dieses Kind in der Krippe. Da kommen plötzlich Hirten in den Stall. Ha, wollten die etwa auch bei dir übernachten? Hört zu, die sehen Maria, Josef und das Kind. Und ich wollte meinen Augen nicht trauen. Da knien diese Männer nieder, aber nicht vor dem Paar, sondern... Vor dir? Vor dem Kind. Und am liebsten hätte ich das Gleiche getan. Wenn ihr dieses Kind gesehen hättet und den Glanz in den Augen der Hirten... Naja, du solltest gerade mal deine Augen sehen, wie die strahlen. Also, sie knien alle vor dem Kindlein nieder. Da fängt ein Hirte an zu erzählen. Es war schon dunkel und wir hatten uns gerade zum Schlafen hingelegt. Da wurde es plötzlich ganz hell und da waren Engel mitten auf dem Feld und die haben gesungen. Engel? Bei den Schafhirten? Ja, ja, so glaubt mir doch. Habe ich mir auch gedacht. Aber die Geschichte war so unglaublich, dass ich sie glauben musste. Und ihr hättet die Hirten sehen sollen. Wir wissen doch, wie Hirten aussehen. Sie knieten nieder vor dem Kind und haben es verehrt. Ganz demütig, ganz bescheiden waren sie. Was haben die Eltern gesagt? Auch das war seltsam. Diese junge Frau, Maria, sie wirkte so,
als wäre sie gar nicht erstaunt. Komisch, denke ich noch. Da höre ich, wie sie zu Josef sagt. Josef, alles wird wahr, was mir der Engel einst gesagt hat. Wie sagt er noch zu dir? Fürchte dich nicht, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. An einem Abend ganz allein, da kam plötzlich ein Engel rein und ich erschrak, fürchtete mich. Der Engel sprach, ich grüße dich. Ein Engel bei dem Mädel. Oh Mann, denke ich noch. Ja, und dann? Wie? Geht's noch weiter? Was denkt ihr denn? Na klar. Komisch, denke ich also. Da kommt schon wieder Besuch. Jetzt kommen sicher noch die Schafe auf den Sprung vorbei. Oder Kaiser Augustus persönlich. Ja, genau. Lacht ihr nur, aber genau so war es. Was? Kaiser Augustus? Nein, aber Menschen, gekleidet wie Könige. Also jetzt übertreibst du aber. Könige bei dir im Stall? Wenn ich es euch doch sage. Die Hirten waren noch nicht richtig weitergezogen. Da kamen Weise. Ich sage euch, von weit weg waren die. Bestimmt aus dem Morgenland. Sahen anders aus als wir. Die haben dich besucht? Wieso? Doch nicht mich. Das Baby. Das Baby? Ach komm, du hast geträumt. Na, wenn ich es euch doch sage, da sehe ich also diese weisen Männer und was tun sie? Was? Auch sie knien nieder vor dem Kind und beten es an. Was? Die wertvollsten Dinge haben sie dabei, von dem unsereins nur träumen kann. Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch, Myrrhe? Wetter, wir kennen uns noch nicht, doch sahen wir das Sternenlicht und unsere Heimat, die ist fern. Wetter, wir kennen uns noch nicht, doch sahen wir das Sternenlicht, es gab uns der helle Stern. Nehmt unsere Gaben für euch an, wir hoffen, ihr habt Freude dran. Wir sehen, wir sind richtig hier. Danke, danke für eure Gaben. Habt vielen Dank. Oh Mann, in deinem Stall, da passieren ja Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder, wie recht du doch hast. Was für eine außergewöhnliche Nacht. Das Jesuskind in meinem Stall, ich lauf, erzähl es überall. Die ganze Welt sollte es sehen, ich wünsch dir, jeder kann's verstehen. Die Hirten, Heiden beten an und selbst die Engel kommen dann und singen laut Halleluja, der Gottessohn ist da. Das Jesuskind in meinem Stall, ich lauf, erzähl es überall. Die ganze Welt sollte es sehen, ich wünsch dir, jeder kann's verstehen. Doch Esel und so manches Tier, die sind die ersten Zeugen hier. Beobachten in stiller Ruhe und sehen dem Wunder zu. Das Jesuskind in meinem Stall, ich lauf, erzähl es überall. Die ganze Welt sollte es sehen, ich wünschte, jeder kann's verstehen. Dies Wunder, es geschieht für mich und sicherlich auch noch für dich. Die Dunkelheit in dieser Welt
wird heute ins Licht gestellt. Das Jesuskind in meinem Stall, ich darf erzählen es überall. Die ganze Welt sollte es sehen, ich wünsche jeder kann's verstehen. Das Jesuskind in meinem Stall, ich darf erzählen es überall. Die ganze Welt sollte es sehen, ich wünsche jeder kann's verstehen. Zeichen und Wunder. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass in meinem Wirtshaus schon wieder ein armes, mittelloses Paar wohnt mit zwei Kindern? Wie bitte? Noch so eine Geschichte? Nein, aber ich habe doch genug Zimmer und ich verdiene genug, um gut davon leben zu können. Ja, ja, das weiß ganz Bethlehem. Hört auf, im Ernst. Ich habe beschlossen, ab jetzt in einem meiner Zimmer arme, mittellose Leute aufzunehmen. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. War das gerade unser Wirt Simon, der das gesagt hat? Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Simon, du sagst so etwas. Ich glaube, ich träume. Simon, Zeichen und Wunder. So hast du das doch gerade eben noch genannt. Zeichen und Wunder. Und für mich bist du das größte Wunder, Simon. Du selbst. Ja, genau. Ich? Aber nein, ihr müsst wissen, dass du das größte Wunder bist, weil du plötzlich ein wunderbarer Mensch bist, völlig verändert. Und einfach ganz anders, als hätte man dir ein neues, liebevolles Herz geschenkt. Ach so, so meint ihr das. Und jetzt, was mit Maria, Josef und dem Kind? Geht es ihnen gut? Sie sind weitergezogen. Wohin? Ich weiß es nicht, aber bestimmt geht es ihnen gut, denn Gott selbst passt auf sie auf. Gott selbst ist ihr Begleiter. Bestimmt geht es ihnen gut. Aber das, was mir in dieser Nacht geschenkt wurde, ist nicht weitergezogen, sondern tief in meinem Herzen drin. Was für eine Nacht. Eine heilige Nacht. Weihnacht. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten.
Voll gut. So, wir wollen, genau, ihr habt das richtig spitze gemacht. Samstag für Samstag hier geschwitzt und gearbeitet. Ich sag meine Zugabe nachher an, oder? Okay. Aber vorher habe ich möchte ich auch noch kurz was sagen. Okay, wer glaubt an Wunder? Laut Umfrage des Spiegels 29% der Deutschen glauben an ein Wunder. Glaubst du an Wunder? Zeichen und Wunder, die haben es gerade vorgesungen, Zeichen und Wunder, die passiert sind. Wunder erkennt man ja oft erst in der Rückschau. Da hat sich ein knausriger Simon, Großgrundbesitzer, Hotelbesitzer in Bethlehem, verwandelt. Irgendwas muss passiert sein. Also im Blick zurück merkt man, da muss was passiert sein in dieser Nacht, weil es ihn verwandelt hat. Wunder erkennt man oft erst im Nachhinein. Es ist ein Unfall passiert und ein Mensch ist nicht viel passiert und dann sagt, da muss ein Wunder passiert sein. Oder ein Kinderzimmer ist plötzlich aufgeräumt. Da muss irgendwas passiert sein. Irgendein Wunder muss da passiert sein. Also in den Auswirkungen sieht man, wie groß das Wunder war. Wir schauen dieses Mal wieder und wieder zurück, 2000 Jahre zurück. Wie groß muss das Wunder, was damals passiert sein, sein, dass es uns heute noch bewegt? Wenn das nur einfach irgendeine Geschichte, eine Legende, ein Mythos wäre, würden wir uns jedes Jahr neu davon ergreifen lassen? Wären bis heute 2 Milliarden Menschen gläubig und glauben an diesen Gott, der Mensch geworden ist? An diesen Auswirkungen kann man zurückrechnen. Was muss damals passiert sein? Machen wir es uns nicht zu leicht mit dieser Weihnachtsgeschichte. Tun wir es nicht zu schnell als Legende, als nette Geschichte, romantisches Märchen ab. Die gibt es wie Sand am Meer. Aber keine Geschichte ist weltberühmt geworden. Heute die ganze Welt schaut heute auf diese Geschichte. Was muss damals Gewaltiges passiert sein? Wer Weihnachten als erfundene Legende oder Sehnsucht des Herzens abtut, der soll erstmal erklären, wie es zu diesen Auswirkungen kommt. Sehnsucht des Herzens gibt es immer wieder über Jahrhunderte in allen Generationen und Kontinenten. Aber was ist damals passiert? Ein Wunder muss es gewesen sein. Machen wir nicht den Fehler, die Menschen damals als leichtgläubig oder naiv abzustempeln und wir sind heute halt gebildet und aufgeklärt und haben die Wissenschaft und tun Wunder ab. Machen wir es uns nicht zu leicht. Zugegeben, damals hat die jüdische Welt an einen Messias geglaubt und gehofft, dass da einer kommt, aber der sie rettet, der siegreich ist, der auf den Tisch haut, das Böse mit einem Mal vernichtet und das gute Friedensreich aufrichtet. Damals hat niemand an einen Gott geglaubt, der Mensch wird, der in der Windel liegt, der sich freut, der lacht, der weint, der bluten kann. Auf so eine Idee kommt kein Mensch, ein Wunder Gottes. Zweite Frage, wünschst du dir ein Wunder? Wünschst du dir ein Wunder? Wartest du auf ein Wunder? Vorhin eine schwangere Frau gesehen, gedacht, die wartet auf ein Wunder. Wartest du auch auf ein Wunder? Wo wünschst du dir ein Wunder und merkst, es passiert gerade nichts? Die letzten Jahre, das letzte Jahr war nicht leicht. Das war nicht wunderbar. Am Anfang hat uns Corona noch im Griff gehabt. Dann im Februar kam dieser leidvolle Ukraine-Krieg und damit Bedrohung, auch Angst bis uns hier nach Mitteleuropa. Und die Folgen treffen uns. Und Menschen, die aus der Ukraine jetzt bei hier sind, unten heute Weihnachten feiern, das bewegt uns. Unsere Weltselbstverständlichkeit hier in Deutschland ist im Grunde erschüttert. Erst der kleine Virus und dann die fliegenden Bomben. Steigende Energiepreise, Inflation, Energieknappheit. Wir hätten gern Wunder erlebt, oder? Aber sie sind ausgeblieben. Und jetzt Weihnachten? Tun wir so, als ob alles okay ist, schwamm drüber, jetzt tun wir heute mal ganz glücklich. Was ist wunderbares Weihnachten, wenn kein Wunder passiert? Genau das ist Weihnachten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese Geschichte 2 Seiten hat? Da gibt es diese Wunderseite und diese Nicht-Wunderseite. Da gibt es die Wunderseite, das sind Engel, rausche Engel und ein paar hatten wir hier auch, genau, voll schön hier, die Wunder tun und ein Stern, der den Weg weist und die Weisen sind unterwegs und es gibt Geschenke, heute Abend gibt es auch Geschenke und so. Eine wunderbare Seite, aber da gibt es auch die Seite des Nichtwunders.
Das sind ein junges Paar, müssen sich auf den Weg machen, hochschwanger. Ob ein Esel dabei war, weiß man nicht genau. Die Legende sagt es, aber in der Bibel steht nichts davon. Sie machen sich mühsam auf den Weg, eine Volkszählung, kein Platz in der Herberge. Kein Wunder. Nichts passiert. Sie kommen in den Stall, dort riecht es auch nach der Geburt immer noch nach Unrat. Die Krippe ist immer noch die Krippe, beißt und eng und es wird wohl kalt gewesen sein. Kein Himmelbett, kein Fünf-Sterne-Hotel, kein Wunder. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass diese Geschichte so eine Spannung hat zwischen ganz himmlisch, aber auch ganz ärmlich und ganz menschlich? Warum? Warum diese Spannung? Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieses Wunder geschehen außenrum, um den Stall herum, aber im Stall selber passiert kein Wunder? Warum? In der Krippe selbst, im Stall kein Wunder zu sehen. Und genau das ist das Wunder. Der Herr der Herrscher, der Schöpfer dieses Universums, verzichtet freiwillig auf ein Wunder für sich selbst. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott wird Mensch und verzichtet auf Wunder. Warum? Um dir zu begegnen. Stell dir vor, im Stall wäre auch noch ein Himmelbett und wäre alles wunderbar und noch eine gute Fee, die alles Mögliche zaubert und macht. Dann wäre Weihnachten wirklich weit weg und hätte nichts mit meinem Leben zu tun. Aber so findet meine Sehnsucht nach Wunder oder meine schweren Zeiten, wo ein Nichtwunder passiert, in der Krippe seinen Halt, weil dort auch kein Wunder passiert. Kurz danach sind sie auf der Flucht, Flüchtlinge nach Ägypten. Jesus kommt ohne Wunder zur Welt, damit dein und mein Leben, wo auch kein Wunder passiert, in ihm geborgen wird. Der Stall, in dem kein Wunder passiert, ist doch der Stall meines Lebens, vielleicht auch deines Lebens. Genau wo du darunter leidest, dass nichts passiert, steht die Krippe und später das Kreuz. Nicht wunderbar, sondern kalt und kratzig und schmerzvoll und dunkel, da wo das Leben sperrig ist. Das ist Weihnachten. Er nimmt die Wunderlosigkeit unseres Lebens auf sich und das ist das eigentliche Wunder. Und das ist das, was bewegt. Er nimmt alles, was mein Leben spröde, langweilig, sperrig, hässlich, allzu menschlich macht, auf seine Menschlichkeit. Gott wird Mensch, verzichtet auf Wunder und das ist das Wunder. Gott begegnet dir. Und diese Weihnachtsbotschaft verändert. Wenn du diese Weihnachtsbotschaft tief in dein Herz lässt, dann wird es dich verändern, so wie den Simon. Versprochen. Jesus in dem Stall des Simons zur Welt gekommen, hat sein Herz verändert. Wenn Jesus in deinem Stall, deines ganz normalen Lebens und nicht Wunders zur Welt kommt, verändert es dich. Spürst du die Liebe Gottes und die Hingabe an diese Welt? Glaubst du an Wunder? Ja, danke schön. Dein Herz glaubt an Wunder, weil Gott dein Herz so geschaffen hat. Du weißt, dass es dieses Wunder gibt. Tief drin spüren wir es alle. Und so bewegt es uns jedes Jahr neu. Gott sei Dank. Ich wünsche uns allen wunderbare Weihnachten, friedliche, friedvolle Tage und dann die Kraft und den Mut, Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein, so wie Simon. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was musst du für eine Sehnsucht gehabt haben, um uns Menschen zu begegnen? Was muss dich bewegt haben, wenn nicht die Liebe selbst? Und wir stehen voller Staunen mal wieder mehr vor dieser Geschichte. Und wenn wir all das mal zur Seite schieben, all die Wunder, all die Familienfeste, all die Geschenke, all das, worauf wir uns auch freuen heute Abend, wenn wir das mal kurz zur Seite schieben, dann entdecken wir dich, der du ohne Wunder, nackt und bloß, verletzlich in diese Welt kommst. Und dafür beten wir dich an. Du bist würdig. Wer sonst? Danke für dieses Fest und danke für Familie und Wunder und Engel und Zeichen und Sterne. Danke, dass du das alles drumherum mitschenkst. Danke für deinen Sohn Jesus Christus. Danke für Weihnachten. Amen. Ich habe eine Zugabe angesagt. Keine Ahnung, wer sich jetzt dafür zuständig fühlt. Vielleicht die Lilly? Genau. Ich denke, es wäre schön, einmal noch, bevor wir zum Segen kommen, euch nochmal zu hören. Habt ihr nochmal Lust? Wow!
auf, ein letztes Mal. Los geht's. Genau. Ein Dank an euch als ganzes Team. Genau, die Ruth verteilt weiter, vor allem die Lilly Riedinger. Genau. Und die Ruth Uhlig. Euch allen vielen Dank. Und jetzt habe ich noch 2, 3 Infos. Morgen früh geht es hier weiter, 10 Uhr. Genau, wenn ihr schon wieder wach seid. Genau, wir feiern hier Gottesdienst morgen früh um 10 Uhr, Silvester 18 Uhr, an Neujahr nochmal wieder ein Familiengottesdienst und ein normaler Gottesdienst. Flyer liegen draußen aus. Wir sammeln die Kollekte für Kinderheime in Südamerika, in Rumänien und auf den Philippinen. Unterstützt diese Arbeit gern, es kommt direkt bei den Kindern dort an. Herzlichen Dank für alle Opfer und Weihnachtskollekte. Jetzt möchten wir Gott um seinen Segen bitten und ich lade euch ein, bitte euch dazu aufzustehen. Danach stimmen wir ein in unser Schlusslied, O du Fröhliche. Himmlischer Vater, wir brauchen deinen Segen in dieser Welt und danke, dass du mit deinem Kind, mit Jesus Christus gezeigt hast, du gibst gern und du hast diese Welt noch nicht aufgegeben. Danke, dass wir in dieser deiner Welt leben dürfen und dass wir Botinnen und Boten dieser Weihnachtsbotschaft sein dürfen. Und so segne uns der gute, dreieinige Gott, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. O du Fröhliche. O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freuet sich, o Christenheit. Erschienen, uns zu versöhnen. Freue, freuet sich, o Christenheit. O du Fröhliche, o du Selige, Gnade.
der